So, kennt ihr das, wenn ihr eine Folge am Aufnehmen seid und schon 20 Minuten aufgenommen habt und erst dann feststellt, dass die Aufnahme gar nicht gelaufen ist? Nein? Naja, ich schon jetzt. Also haben wir ein bisschen was verpasst, aber nicht wirklich viel. Und wir haben jetzt ein bisschen Musik hier. Ist allerdings nicht vom Spiel, aber naja, besser als nichts, ne? So. Motel. Es wird jetzt langsam wieder ein bisschen eng mit dem Geld, muss ich sagen. Ich guck mal. Moment. Bäume. Nee, das schaffen wir nicht in 6 Minuten. Bis zum nächsten Mal. Ich weiß gar nicht, ob das nicht ein Ticken zu laut ist mit der Musik. Ich glaube ja. Moment. So. Ich glaube, so sollte es gehen. Soll ja nur so sein, dass im Hintergrund ein bisschen was düdelt, ne? Have a nice day. So. Tag. Guten Tag. Thank you. Kunden im Geschäft sind gute Kunden. You are lightning fast. Ja. Vielleicht kann man sich hier auch ein Radio kaufen dann fürs Geschäft oder so. Vielleicht ist das die Lösung, wie man Ingame-Musik kriegt. Aber ich glaube nicht, weil sonst hätten wir in den Einstellungen irgendeine Option. Boah, Getränke. Getränke wird echt eine Nummer. Thanks a bunch. Wie viel Tankstellengeld haben wir? Auch noch nicht so viel, ne? Ich habe das Gefühl, dass unsere aha. Jetzt könnten wir hier noch alles einstellen. Ich habe das Gefühl, dass unsere Mitarbeiter vielleicht ein bisschen teuer sind. Thanks a bunch. Vielleicht muss ich die Preise auch nochmal einstellen, dass ich die ein bisschen höher drehe, so insgesamt. Ich meine, das hätten wir schon getestet, das hat nicht so gut funktioniert, ne? Amazing. Ich probiere es mal aus. Wir gucken mal, ob wir bei den Geschäften ein bisschen was an den Preisen ändern können. Verwaltung, Preisgestaltung, Produkte im Besitz. Ah, genau, das macht dann die Kaufchance. Stimmt, das haben wir alles schon mal probiert. Aber da, alles, was über 100% ist, ist doch auch okay bei 90%, also. Ich meine, das ist immer nur so ein bisschen, aber, ne? Immerhin. Okay, da können wir wahrscheinlich nicht so viel dran ändern. Hier mit den Kfz-Produkten. Da ist doch bestimmt mal gut Geld zu machen. Kann noch ein bisschen höher gehen. 4,65. Okay, ich muss einmal ganz kurz. Mal kurz ins Geschäft. Oh Gott. Da kommen schon wieder jede Menge Kunden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. That'll do.
Okay, wir bleiben erstmal im Geschäft und warten, bis wir die nächste Ruhephase haben. Awesome. That's quick. Und dann überlege ich, ob wir vielleicht... Sollen wir jemanden anstellen fürs Geschäft? Thanks. Ich bin mir nicht sicher. That's quick. Have a nice day. Good job. Aber vielleicht kann ich ja auch nur kurzzeitig jemand anstellen. Amazing. Na, wir haben auf jeden Fall jetzt ein bisschen Umsatz gemacht. Das ist doch auch gut. So, Motelkunden. Da könnte jemand dabei sein, der auscheckt gerade. Den gucke ich mal. So. Really? Nee, ist leider nichts frei. I'm sorry. Really? Wie geschockt die einfach sind. Was bist du denn für ein Vampir? Eieieiei. Boah, das Geschäft läuft aber richtig gut. Thanks. Und wie zufrieden sind die Leute mit der Tankstelle? Sieht man das irgendwo? Nicht wirklich, ne? Okay, also. Ding Nummer 1 ist Getränke nachbestellen. Halt klug agieren, ne? Oh Gott. Ja, okay. Ah, es geht noch. Dankeschön. Oh, sie hat uns sogar Trinkgeld gegeben. Das ist ja nett. Lieferung. Produkte. Erfrischungsgetränke. Hinzufügen. Sollten wir eigentlich erstmal dann noch die Sprout mitbestellen, aber ich glaube, damit sollten wir erstmal genügend haben. Allerdings würde ich den eigentlich ganz gerne voll machen. Sollen wir noch Snacks gleich nachbestellen? Oder... Wir bestellen noch mehr Getränke. Wir bestellen immer 2 von einem, aber das ist irgendwie auch blöd. Machen wir es so. Wir können es eh noch nicht bezahlen jetzt gerade. Weil mit der Lieferung schaffen wir das nicht, aber mal gucken, wie wir die Leute hier bedient haben, ob es dann klappt. Great. Good job. Good job. Awesome. Mhm. Okay. Huch. Wir müssen gleich auch wieder Strom nachfüllen gehen. Und der nächste Motelgast.
Oh, wir müssen das Motel machen. Oh Gott. Das schaffen wir leider nicht. Welches Zimmer war das jetzt? Zimmer Nummer 2. Doch schon sauber. Ui, ui. Ah, die haben da zu zweit drin geschlafen, ne? Okay. Ich mach das gerade kurz alles einzeln hin, weil ich das Handtuch, wenn dann, zum Schluss waschen will. So, jetzt würde natürlich bei den Zweierzimmern macht schon eine zweite Waschmaschine mehr Sinn. Aber es würde halt auch Sinn machen. Ich hätte Laken noch mitbestellen sollen. Naja. Und Bettdecken. Naja, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Huch. Das wollte ich gar nicht. Moment. Hab's. So, jetzt hab ich's. Ja, das Zimmer ist leider noch nicht frei. Too bad. Give me a break. Das Problem ist halt, dass ich nicht weiß, was ich jetzt am klügsten als nächstes mache, aber. Können wir eigentlich eine Tür kaufen für das Lager? Wenn ich da zwei weiße Laken schon mal, dann kann ich das gleich vermieten, auf jeden Fall. Ich muss nicht warten, bis das andere Laken fertig ist. Sieht zwar kacke aus, aber das sind wir ja gewohnt, ne? Also manchmal. Handtuch und Toilettenpapier brauchen wir noch. Heft sind schon wieder Kunden. Good job. Tag, Mrs. Good job. Was macht er hier? Achso, er hat sich eine Zeitung geholt. Das sah so aus, als würde er klauen. Wann kommen hier eigentlich die Diebe, damit ich endlich mal... Ah! Aber vielleicht sind die auch nicht für Diebe gedacht, sondern... Sondern für anderen Shit. Soll ich sagen. So. Vielleicht kommen ja irgendwelche Aliens oder so. Oder. Weiß ich nicht. Elche. Es könnte sein. So, Zimmer ist fertig. Das kann vermietet werden. Weg da. Hab's eilig. Die Musik ist gerade auch sehr lebensbejahend. Also so, als würden wir auf ein Abenteuer gehen. Als wäre so ein epischer Filmtrailer. Moteller. Sehen Sie jetzt, wie eine junge Frau
das Leben vieler Menschen verändert, indem sie ein... Die Dinger kann ich nicht verkaufen. Moment. Warum sind das jetzt alles so Kisten? Ich hab nichts für Kisten. Ich kann das nicht da reinräumen. Oh, nö. Oh, jetzt muss ich noch so ein Kistending bestellen. Hä, das sind jetzt alles Kisten. Das war doch aber vorher nicht. Die wollen mich hier doch... Also, ich hab das Gefühl, das Universum ist gegen uns. Eindeutig. Konnte man das sehen bei der Bestellung? War mir nicht sicher, ob man das jetzt gesehen hat oder nicht. Ist schon wieder so richtig schönes Chaos. Wie man es gewohnt ist von mir. Ich hab Milch bestellt? Oh. Okay. Na gut. Offensichtlich habe ich das wohl. So, warte mal. Ich muss mal kurz die Kisten hier hinstellen, weil... Dinge. Ich muss erstmal so einen... Shelf dafür bestellen. Also hier so ein Regal. Gedöns. So, du kannst fahren. Tschüss, Kollege. Mach's gut. Motel, Geschäft, Motel, Geschäft. Moment, wir machen ganz schnell Geschäft und dann... Und dann Motel. Cool. Cool. Have a nice day. Jupp, ebenso. So, junger Herr, was kann ich für Sie tun? Der sieht aus wie ein Massenmörder. Echt, der sieht wirklich aus wie ein Massenmörder. Ich weiß jetzt schon, dass das Zimmer danach wirklich, wirklich nicht gut aussehen wird. Amazing. Aber es ist eine Menge Geld. Gut. Was soll ich sagen? So. Welche sind denn jetzt die richtigen Regale für... Top Shelf. Sind es die hier, weil die vorne so ein Dings haben? Ich könnte mir vorstellen, dass es die hier sind. Um ehrlich zu sein. Wir probieren mal ein kleines, um zu testen, ob es die auch wirklich sind. So. Wir kaufen noch zwei davon. Zwei davon. Und wir kaufen noch Decken. Zwei rote. Keine Ahnung, was wir sonst noch für Decken haben. Ich glaube, davon haben wir noch welche. Und ich glaube, zwei schwarze. Dann haben wir auf jeden Fall Vorrat. So, Tankstelle. Ja, wir kriegen es nicht voll, aber ich würde sie mal... Ich will auf jeden Fall, dass wir genügend Sprit haben. Oh, und wir verwalten nochmal gerade unsere Mitarbeiter. Gut, dann haben wir das auch. Ist gerade nichts frei. Was wollte ich jetzt zuerst machen? Was wollte ich jetzt machen? Das ist die große Frage. Ich weiß es nicht mehr. Huch. Ein bisschen. Ja, ich weiß.
Was wollte ich machen? Mal eigentlich nochmal nachfüllen. Nur um sicher zu gehen. Hier läuft alles. Ah, und dann wollte ich mal unsere Sachen einräumen, ne? Macht ja auch Sinn. Wenn wir was bestellt haben, dann räumen wir das auch ein. Na komm. So. Da kommt schon wieder die nächste Meute an. Wundervoll. Manchmal will das nicht so ganz. Jetzt kopieren. Ah, Preise wollte ich noch einstellen, ne? Boah. Also die kaufen hier alles weg. So schnell komme ich ja gar nicht hinterher. Das Geschäft läuft auf jeden Fall gut. Da kann man nichts sagen. Bitte schön. Aber sehr wehendes Haar. That is what I was looking for. Einfach wie so ein Pferdeschweif durch die Gegend weht. I like. Ich hätte es erst die anderen machen sollen. Naja. Niemand hat gesagt, dass das hier schön ist, ne? Niemand. Wundervoll. So. Ja, der Rest passt da nicht rein. Oh. Lass nur einfach hier stehen. Motelkunden, Geschäftskunden. Tipp, tipp, tipp. Cool. So. Mich irritiert übrigens immer, dass wir bei Zimmer Nummer 3 so eine andere Tür drin haben. Really? Really? Nö, gerade nichts frei. I'm sorry. Verbindungen. Okay. Hm. Verwaltung, Preisgestaltung. Wir waren bei... Auf Z-Produkt. So, 7. Da geht noch ein bisschen was. Können wir vielleicht sogar auf 8 gehen? Können wir. Wir machen es mal so. 5. Auf 26 gehen. Ja. Wir gehen auf 6. Ist halt teuer, sein Auto sauber zu machen. Was soll ich sagen? Weiter.
Bis an den Sachen verdienen wir dann schon mal ein bisschen mehr. Sind aber auch die, die am wenigsten gekauft werden. That is quick. That'll do. So. Ich weiß halt nicht, ob es gut ist, dass wir die Preise ändern, so krass. Aber von nix kommt nix. That was fast. You are lightning fast. Have a nice day. Thank you. Sehr gut. Bei Kunden beim Hotel. Mal gucken, ob da nicht jemand auschecken will. Nee. Really? Ich bin eine Biene. Are you serious? Ja, ich bin sehr serious. So serious, wie sonst keiner ist. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Na gut, bisschen Kohle abholen. Aber seht ihr, jetzt habe ich die Preise geändert ein bisschen. Von den AFZ-Sachen und schon gehen die nicht mehr so gut. Abgesehen davon haben wir aber auch nicht mehr viel. So. Hätte ich vielleicht direkt nachbestellen sollen, ne? Aber was soll ich sagen? Ich lerne es halt auch nicht. It is what it is. Bin ich sehr gespannt, ob wir die Getränkekisten da reinkriegen. Ich wüsste ehrlich gesagt nicht. Nee, kriegen wir natürlich nicht. Mit die kleine Getränkekiste da rein? Nee. Wo zur Hölle soll ich denn dann bitte die Getränkekisten hinten? Ja, auch nicht. Kann mir das irgendjemand beantworten? Wo kriege ich Getränkekisten rein? Was soll das? Das ist doch Scam hier. Muss ich jetzt jedes Regal ausprobieren? That was fast. Oder muss ich die einzeln aus? Das macht Sinn. Macht alles keinen Sinn. Das liegt jetzt. Alles so sinnlos. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben hier was falsch gemacht. Ich hinterfrage gerade mein ganzes Leben hier. Hm? Moment. Naja, auf jeden Fall mal jetzt genügend Laken und Decken. Das ist ja schon mal ein Anfang. Was soll ich sagen? Ich verstehe nicht, wo ich diese Kisten reinkriege. Jemand auschecken. Kann ich das da oben nicht benutzen, oder?
kann ich. So, du darfst wieder nach Hause fahren. Ich werde dich gleich wieder brauchen. Ich sag, wie es ist. Good job. Ja, yep, dankeschön. So. Thank you. Du noch? Cool. So. Awesome. So, kleiner Trauerkloß. Thanks. Gut. Und den Motelkunden machen wir in der nächsten Folge. Dahin lasst gerne ein Like da. Wenn es nur für das Chaos ist. Ich wünsche euch das. Bis dann. Ciao, ciao.